Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin gerade mit meinem Anti-Hirschlaus-Hut unterwegs, meine Wildkameras ernten. Und diesmal fange ich bei der Dishon an. Da bin ich nämlich schon. Da bin ich sehr gespannt, was die Kleine jetzt alles aufgenommen hat. Gucken wir mal rein. Okay, also es sind ein paar Aufnahmen vorhanden. Wisst ihr, was ganz komisch ist, wenn ich hier Mücken ständig höre, aber die kommen ja gar nicht ran. Die ist irgendwie runtergerutscht oder so. Das habe ich beim letzten Mal schon gemerkt, wa? Dann bleibt die Kamera weiterhin hier hängen. Was mich natürlich wundert ist, ich habe auf einmal hier Waschbären. Also ich glaube mittlerweile sind die in ganz Deutschland. Das ist ein bisschen bedenklich. Finde ich. Oh, ich sehe gerade die Mahoni, die hier überall steht. Die hat richtig große Trauben. Die sind noch nicht reif, aber wenn sie reif sind, dann werde ich garantiert welche pflücken. Das hier ist Mahoni. Nanu, ist die doch schon reif? Mal probieren. Man erkennt die Pflanze relativ gut an diesen sehr harten, glänzenden Blättern mit den Dornenfortsätzen. Die Unterseite ist nicht ganz so glänzend. Und natürlich diese blauen Beeren. Die Beeren glänzen nicht. Es gibt Mahoni-Pflanzen, da glänzen die tatsächlich, aber die hier, die glänzt nicht. So, mal probieren. Doch, die sind schon. Nein, nee, nicht ganz. Sie ist noch nicht reif, aber sie wird langsam reif. Mahoni-Beere steht in sehr vielen Stadtparks. Was ist da? Mahoni steht in unglaublich vielen Stadtparks, weil es auch eine Zierpflanze ist. Wenn man sie roh isst, in Kiloweise, ist sie leicht giftig. Wenn man daraus aber zum Beispiel einen Saft macht, oder ein Mousse oder ein Gelee, dann ist es ein richtig tolles Aroma, was diese Beere hat. Ist sehr stark eisenhaltig, sehr sauer. Man müsste sie dann ein bisschen süßen, wenn man ein Mousse draus macht oder ein Gelee. Viele Leute denken immer, das sind giftige Beeren, sind es aber nicht. Indianer haben die schon eingesetzt gegen Herzleiden. Ist eine sehr tolle Pflanze. Mahoni erinnert mich immer an Police Academy. Dann gehen wir zur nächsten Kamera. Das ist die TC16. Die ist von der Bildqualität her nicht ganz so gut. Aber die habe ich mal auf einem umgestürzten Baumstamm montiert. Das habe ich sonst nie gemacht. Und da sind mittlerweile auch schon ein paar schöne Bilder entstanden. Da guckt man natürlich auch gleich nach.
Ich gehe jetzt noch zur T80 von Campag. Da sind auch noch ein paar Aufnahmen, die ich einsammeln kann. Und damit verabschiede ich mich auch schon bei euch. Es gibt aus diesem Gebiet hier weitere Videos. Wenn ihr abonniert habt, dann seht ihr die auch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Wari. Ach so, die Aufnahmen von der T80, die kommen jetzt natürlich noch.